Herzlich willkommen im Tonstudio oder Fernsehstudio besser der Hochschule für Musik Mainz. Ich freue mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben und ich danke unserem Tonmeister Moritz Reinisch, dass er es uns ermöglicht, wieder hier in diesem Studio aufzunehmen, weil wir ja im Roten Saal unsere Konzerte im Moment nicht spielen dürfen. Beethovens kompositorisches Schaffen könnte man überschreiben mit den Worten Innovate, don't imitate. Also erfinde lieber Bahnbrechendes und imitiere nicht das, was deine Zeitgenossen oder Vorfahren geschrieben haben. Und so kommt es, dass er eine Sinfonie schreibt mit einem fulminanten Schlusschor, der freudeschöner Götterfunken schmettert, oder ein Violinkonzert, was mit 4 einzelnen Paukenschlägen beginnt. Lauter Ideen, die vor ihm noch keiner gehabt hat, aber er macht das nicht aus marktstrategischem Kalkül, sondern aus künstlerischer Notwendigkeit. Das ist zwingend so, dass wir das Gefühl haben, ja, das ist richtig, das ist ein neuer Weg, der stimmig ist, den er dort beschreitet. Und ganz Ähnliches auch bei dieser Kreuzersonate, die Sie jetzt gleich hören werden. Warum heißt sie so? Weil sie Rudolf Kreutzer gewidmet ist. Das war der Professor am Pariser Konservatorium und auch Konzertmeister der Pariser Oper. Und hinter dieser Widmung allerdings versteckt sich vielleicht schon ein wenig Kalkül, denn Beethoven erhoffte sich dadurch, den französischen Markt zu erobern. Leider ging die Rechnung nicht auf, denn Rudolf Kreutzer hat dieses Werk nie in der Öffentlichkeit gespielt und bezeichnete es sogar in einem Brief als beleidigend unverständlich. Das ist mir wieder beleidigend unverständlich, denn dieses Werk enthält wieder grandiose Neuheiten. Zum Beispiel, es beginnt mit einem Adagio, was dem Presto vorangestellt ist, um die Steigerung, also um das Presto noch zu steigern. Und der Violinist eröffnet das Konzert. Also nicht der Pianist, der mit vollen Akkorden in die Tasten greift, sondern der Geiger greift vierstimmig in die Saiten und beginnt so solistisch dieses Werk. Beethoven hat Ähnliches schon einmal in der Romanze G-Dur gemacht, wo auch der Beginn in der Solo-Violine ist und dann vom Orchester beantwortet wird. Aber in der Sonatenliteratur ist das einzigartig, also Neuland. Die kleine Geige gegen den großen Flügel und er will vielleicht damit zeigen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Humanität, Toleranz, die Ideale der Freimaurer oder auch des Illuminatenordens, mit dem er sich doch sehr verbunden fühlte. Zweite Neuheit, er schreibt eine Sonate mit einem Presto, ersten Satz, und einem Presto, letzter Satz. Auch das hat es vorher nicht gegeben. Und noch etwas, er würzt diese Musik, besonders den ersten Satz, durch laute Betonungsketten, zuerst auf die schwachen Zählzeiten und dann auf die starken. Lauter Sforzati, 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 willensstark beharrt er auf diesem Standpunkt. Und ich habe Ihnen einmal einen Ausschnitt daraus herauskopiert und habe diese ganzen Sforzati ein bisschen rot markiert wie kleine Explosionen. Da sehen Sie, was für eine Häufung von Akzenten Beethoven da zu schreiben gewagt hat. Das hat vor ihm auch noch niemand gemacht. Er betont dadurch das Rhythmische, denn damit packt er das Publikum. Mit diesem Rhythmus fesselt er sie und so fesselte er auch Leo Tolstoi, den berühmten russischen Schriftsteller, der eine Erzählung schrieb mit dem Titel Die Kreuzersonate. Da geht es um eine komplizierte Dreiecksbeziehung und die Ehefrau spielt mit einem Freund zusammen, also nicht mit dem Ehemann, sondern mit einem Freund zusammen, der Geiger ist, diese Kreuzersonate und der Ehemann muss dem Ganzen zutreiben, zuschauen und zuhören und es sträubt sich natürlich alles gegen diese Macht der Musik. Ich zitiere ganz kurz daraus, was der Ehemann sagt. Er schreibt: Sie spielten die Kreuzersonate von Beethoven. Kennen Sie das erste Presto? Sie kennen es? Huh, ein furchtbares Werk ist diese Sonate. Sie erhebt die Seele nicht, sie zerrt sie hinab, sie stachelt sie auf. Die Musik zwingt mich,
mich selbst, meine wahre Lage zu vergessen. Die Musik versetzt mich mit einem Mal unmittelbar in jene Seelenverfassung, in der sich der Tondichter befand. Meine Seele verschmilzt mit der seinen und mit ihm zusammen gerate ich aus einem Zustand in einen anderen. Und warum ich das tue, weiß ich nicht. Er hypnotisiert damit die Leute. Er macht mit ihnen, was er will. Und so ein furchtbares Mittel in der Hand eines jeden beliebigen Menschen. Nehmen Sie bloß die Kreuzersonate, das erste Presto. Darf das denn im Salon vor dekoltierten Damen gespielt werden? Falls Sie also zu diesen dekoltierten Damen gehören, müssen Sie jetzt den Ton etwas herunterdrehen. Jetzt spielt Stefan Besan für Sie und Leonid Dorfmann am Klavier den ersten Satz der Kreuzersonate.
Ja, eine grandiose Sonate. Sie erleben den Beethoven, der, als ihm seine Ertaubung langsam bewusst wurde, sagte: Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Dieser willensstarke Beethoven, die Kämpfernatur, ist hier in diesem Satz ganz deutlich zu hören. Viel später, 10 Jahre später, 1812, komponiert er dann noch einen Nachzügler, die 10. Violinsonate in G-Dur, ein völlig anderer Charakter, gelöster, nicht so kämpferisch, trotzdem unglaublich tiefsinnig. Und vielleicht liegt das auch daran, dass Beethoven eben jetzt, 1812, erstens in der Mitte der Gesellschaft angekommen war. Er war ein berühmter Komponist, der jetzt nicht mehr beweisen musste, nicht mehr kämpfen musste, dass er ein Meister seines Fachs ist. Und das andere eben, dass er doch inzwischen taub geworden war. Furchtbare Vorstellung für einen Musiker, der sich dann nur noch über Konversationshefte unterhalten konnte. Also ein Besucher schrieb eine Frage auf, Beethoven las sie und gab die Antwort dann. Also das ist natürlich eine sehr eingeschränkte Kommunikation. Und Beethoven schrieb auch Tagebücher dann. Also er trat den Weg in sein Innenleben viel stärker an, empfahl auch anderen, in das Innerste der Musik vorzudringen. Und so eben auch in dieser wunderbaren G-Dur-Violinsonate. Sie hören jetzt daraus den letzten Satz. Auch wieder ein schlichtes Thema. Und hier macht Beethoven wieder etwas Neues. Er spielt ein Thema in G-Dur, was in der Tonika Dominante, Subdominante hin und her wechselt. Und plötzlich gibt es nach eine Rückung, eine Halbtonrückung, einen Halbton tiefer. Und man hat das Gefühl, jetzt ist es gelöst. Ich muss nicht mehr kämpfen. Es öffnet sich ein ganz weiter Raum, wie wenn man von oben auf eine Szene herunterblickt. Sie hören einmal den Anfang, nur die Harmonien gespielt. Der G-Dur-Akkord am Anfang, dann die Dominante, wieder Tonika und wieder die Dominante, Tonika, Subdominante, Dominante und Tonika. Und jetzt kommt die Rückung. Und plötzlich sind wir in einer ganz anderen Welt. Ganz, ganz andere Welt. Lassen Sie sich davon verzaubern. Wobei dieser Satz sich dann in den Variationen schon auch sehr stürmisch entwickelt. Also Beethoven packt sein ganzes Können aus. Es kommt eine Fuge am Ende. Es kommt eine kontrapunktische Variation. Aber das ist nicht Selbstzweck, sondern wieder so, dass Beethoven zeigt, es gibt eine höhere Macht, der ich mich unterordnen muss, im Kontrapunkt, das Gesetz des Kontrapunkts oder in der Fuge, das Gesetz der Fuge. Wie klein bin ich als Mensch gegen diese Gesetze? Viel Vergnügen mit Gufeng Wu an der Violine und Leonid Dorfmann am Klavier. Thank you.
Anfänge von Beethovens kompositorischem Violinsonaten schaffen. Die ersten drei Sonaten, Opus 12, gab er gemeinsam heraus. Und die zweite Violinsonate in A-Dur, die ich als unheimlich verspielt, heiter, unternehmungslustig, dialogfreudig empfinde und eigentlich ziemlich unkompliziert, wurde von der Kritik damals ganz anders empfunden. Der Kritiker schrieb, diese Sonate, die seien ganz eigene, mit schwierigen, mit seltsamen Schwierigkeiten überladene Sonaten, gelehrt, gelehrt und immerfort gelehrt, keine Natur, kein Gesang. Da war Beethoven natürlich entrüstet und fühlte sich völlig unverstanden. Er war tagelang schlecht gelaunt und irgendwann griff er auch zur Feder und schrieb zurück, was die Leipziger Kritiker betrifft, so lasse man sie doch nur reden. Sie werden gewiss niemand durch ihr Geschwätz unsterblich machen. So wie sie auch niemand die Unsterblichkeit nehmen werden, dem sie von Apoll bestimmt ist. Ein hoher Anspruch. Und jetzt können Sie selbst beurteilen, ob diese Sonate, die Sie jetzt hören, ganz eigene und seltsame Schwierigkeiten enthält und nur gelehrig ist. Sie hören Anneliese Siemens an der Violine und Leonid Dorfmann am Klavier. Thank you.
Vielleicht haben sie sich an den Pink Panther erinnert gefühlt. Da-dam, 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 ba-dam, ba-dam. Jedenfalls eine heitere Sonate. Die Kritiker verstummten zusehends, aber vielleicht, weil die Sonaten immer gesanglicher wurden, wie auch die Sechste, die Sie jetzt hören werden, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil nämlich der Zeitungsverlag, in dem diese Kritiken erschienen, zur gleichen Unternehmensgruppe gehörte, wie auch der Verlag, der die Noten publizierte. Und zunehmend stiegen die Einnahmen, die durch die Violinsonaten Beethovens erzielt wurden. Und damit stieg auch sein Ansehen und die Kritik schlug um. Und gerade auch die fünfte und sechste Violinsonate wurde dann fast euphorisch schon in der Presse gefeiert. Das sei also das Beste, was jetzt gerade und überhaupt geschrieben wurde. Hören Sie jetzt einen wunderschönen Variationssatz zum Abschluss mit Maja Fabri an der Violine und Leonid Dorfmann am Klavier.
Ja, jetzt bleibt mir nur noch übrig, Ihnen zu danken, dass Sie sich zugeschaltet haben, dass Sie mit dabei waren und das Vergnügen, diesen Spaß an dieser schönen Musik mit uns teilen und Sie einzuladen, auch nächsten Freitag noch einmal mit dabei zu sein. Um 19 Uhr erwarten Sie ein Klaviertrio von Beethoven, wunderbare Lieder, die sogenannten Gellert-Lieder nach Texten von Gellert und eine fulminante Klaviersonate. Also nächsten Freitag um 19 Uhr freuen wir uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Einen schönen Abend noch.